Willkommen zurück zu Minecraft. Heute mal, warte mal, der Shader sieht hier in der Map scheiße aus, hatte ich ja schon im letzten Video gesagt. Da hatte ich den ja schon aus. So, jetzt ist er auch hier aus. Heute mal, ein paar Kommentare, Nachrichten habe ich bekommen, weil die Leute herausfinden wollten, wie man das Trampolin macht, was ich gebaut habe. Ja, dazu brauchen wir auf jeden Fall MC Edit. Dann den Link zu MC Edit werde ich in die Videobeschreibung machen und noch ein paar Filter. Die kriegt man von der Seite sethbling.com. Die Seite mit den Filtern werde ich auch nochmal in die Videobeschreibung setzen. Da müsst ihr einfach nur euch die Filter raussuchen, die wir brauchen. Ein paar sind standardmäßig in MC Edit drin, aber dazu kommen wir gleich. Als erstes brauchen wir erstmal hier irgendeinen beliebigen Block, außer Glas oder Glowstone. Weil da kann man keine Knöpfe dran platzieren. Dann außerdem noch TNT. Und einen Knopf. So, jetzt müssen wir erstmal aus dem TNT-Block ein Entity machen. Also wir müssen den TNT-Block entzünden. Das machen wir jetzt hier ganz einfach. Wir machen hier den Knopf an den Rand. Drücken auf den Knopf. So, TNT ist entzündet. Wir drücken Escape. Speichern und zurück zum Hauptmenü. Und starten MC Edit. Ich habe das hier jetzt mal so gemacht, dass ich jetzt mit einem einfachen Knopfdruck mit F8 kann ich, glaube ich, in MC Edit wechseln. So, jetzt müsstet ihr sehen, was ich hier in MC Edit mache. Hier gehe ich jetzt auf Load World und hier gehe ich dann auf Trampolin. Load. So, ein paar Basiken, sagt man das so, zu MC Edit. Wenn ihr Rechtsklick gedrückt haltet, könnt ihr so die Maus bewegen. Wenn ihr einmal kurz Rechtsklick drückt, kommt ihr in dieser Ansicht. Wenn ihr nochmal drückt, kommt ihr hier wieder raus. Mit den Pfeiltasten könnt ihr, also mit A und D könnt ihr euch seitlich bewegen. Mit S und W könnt ihr, also mit S könnt ihr rauszoomen, mit W könnt ihr reinzoomen. Und im Hintergrund hört man jetzt wahrscheinlich das Bohren der bösen Nachbarn. Ich finde das richtig doof, dass die Nachbarn hier bohren müssen unbedingt. Das nervt total. Aber was soll man denn machen? Es ist ja nicht Sonntag, also dürfen die das ja. So, jetzt haben sie erstmal wieder eine Pause gemacht, hoffentlich. Jedenfalls, ihr, dieser rote Block da, das ist unser TNT und dieser Holzblock hier, das ist unser Knopf. So, wenn wir jetzt erstmal hier mit Linksklick auf einen Block klicken, dann können wir, wenn wir die Maus bewegen, haben wir hier so ein Feld. Jetzt bohren die Nachbarn wieder. Damit können wir dann einfach auf diesen Block hier einmal klicken. Und wenn wir dann hier hingehen, können wir mit Linksklick hier diese Seite einen Block weiter nach rechts verschieben, sodass alle Blöcke hier in der Auswahl sind. Dann drücken wir einfach Escape, entfernen meinte ich. So, dadurch werden keine Entities gelöscht. Das ist ziemlich praktisch. Jetzt haben wir hier in der Mitte nämlich immer noch unser Entity. Und das hier ist jetzt der gezündete TNT. Die Auswahl vergrößern wir hier jetzt noch einmal kurz. Und dann verwenden wir auch schon den ersten Filter. Nämlich den Change Entities Filter. Wo ist er? Hier ist er. So, klicken wir einmal drauf. Und hier haben wir jetzt eine große Auswahl. Aber wir brauchen nur TNT Fuse. Das ist nämlich die Zeit, bis das TNT explodiert. Das stellen wir auf 0, damit das sofort explodiert, sobald wir hinterher in die Nähe davon kommen. Klicken wir hier auf Filter. Und jetzt wurde der TNT-Block hier so bearbeitet, dass er sofort explodiert. Das wollen wir jetzt aber noch nicht machen. Als erstes wollen wir diesen Block duplizieren, weil wir ein größeres Trampolin haben wollen. Also markieren wir uns hier einmal diesen Entity, indem wir hier erstmal die Auswahl einfach ein bisschen kleiner machen und die Nachbarn bohren. Das ist so nervig, weil ich kann mich nicht mal mehr richtig selber verstehen. Boah. Also, wenn wir hier diesen Entity ausgewählt haben, klicken wir hier unten auf Clone. So, und können hier dann die Werte einstellen, wie weit das geklont werden soll. Ich stelle den hier mal auf -1. Und dann ist er hier ein Block weiter von da und dann Repeat, also wie oft er das wiederholen soll, stelle ich einfach mal auf 15. Heißt also, der hat diesen Block hier einmal, dann hat er ihn einmal dupliziert und dann noch die weiteren Male hier. So, dann klicke ich hier einfach auf Clone
Und dann dauert das ein bisschen und dann haben wir hier eine Reihe von den Entities. Und die wollen wir jetzt nochmal in diese Richtung hier klonen. Also klicken wir nochmal auf Clone und müssen dann hier unten 1 hinschreiben und hier auch wieder Repeat auf 15. So, klicken wir auch hier auf Clone und haben dann hier die ganzen Entities. Das hier ist jetzt alles TNT. Und damit jetzt irgendwie nachher bei dem Spawner keine Fehler auftreten, nehme ich mir mal hier unten, klicke ich auf diesen Spieler und wähle dann hier den Spieler aus, den ich bewegen möchte. Ich, keine Ahnung, welchen ich jetzt nehme, weil das bin beides ich. Nur der Player ist eigentlich, keine Ahnung, wo jetzt der Unterschied ist. Wir klicken einfach hier rauf und klicken dann hier auf Move Player. Dann haben wir hier den Spieler, den setze ich mal ein bisschen weiter weg nach hier. Und den anderen Spieler, also den Player, setze ich auch mal nach hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo da der Unterschied ist, weil das ist ja eigentlich beides dasselbe. Halt einmal Player für einen Singleplayer und einmal Cray for Fun bei mir da für einen Multiplayer. Keine Ahnung, was da jetzt wie, was, wo bedeutet. Jedenfalls haben wir hier jetzt unsere Reihe an Entities. Und daraus wollen wir jetzt Spawner machen. Dann klicken wir hier einfach auf Filter und dann auf Create Spawners. Ich weiß jetzt nicht, ob der standardmäßig bei MC Edit dabei ist. Hier ist er. Sonst müsst ihr ihn auch von sethblink.com runterladen. So, und dann ganz wichtig ist, dass wir hier einen Haken setzen bei Include Position Data. Denn am Ende setzen wir die Spawner in den Boden. Und wenn die dann etwas spawnen, werden die hier gespawnt, wo jetzt die Entities sind. Das heißt, wir klicken hier jetzt einfach auf Filter und haben da jetzt die Spawner. So, hier sehen wir jetzt auch noch, dass ein paar Entities noch nicht ganz übernommen wurden. Dann verschieben wir einfach hier unsere Auswahl mit diesem Nudge, mit dem grünen hier und der Taste D einen nach rechts. Und, ups, ich wollte die Auswahl verschieben. Dann klicken wir einfach hier auf dieses Menü und dann auf Undo, um eine Aktion rückgängig zu machen. Und zwar auf das Weiße hier müssen wir klicken, um die Auswahl zu verschieben. So, klicken wir auf Filter, dann nochmal hier auf Create Spawners, Filter. Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir hier in der Auswahl wieder einen zurückgehen. Denn genau hier, diese Position hier müssen wir uns merken, hier waren nämlich vorher die Entities. Das heißt, in diesem Bereich hier werden die TNT-Blöcke gespawnt. Wir gehen jetzt erstmal hier wieder einen nach rechts und verschieben die Spawner hier nach unten, indem wir die linke Taste auf dem grünen Nudge-Knopf gedrückt halten und dann Y drücken. So, dann werden alle hier einen nach unten verschoben. Dann mit dem weißen machen wir die Auswahl wieder nach einen nach oben und wieder einen nach. Oder komm, lassen wir es so. Wir machen jetzt hier einfach die Auswahl in jeder Richtung ein wenig größer. So. Ganz wichtig ist, dass wir das über den Spawnern haben. Also jetzt nicht in den Spawnern, sondern hier oben drauf. So, überall die Auswahl ein bisschen größer machen. Und dann klicken wir hier auf Fill and Replace. Und wählen hier dann Water aus. Und zwar das Static Water, damit das Wasser nicht fließt. Klicken wir hier dann auf Fill. Und dann haben wir da das Wasser. So, dann verschieben wir die Auswahl noch einmal nach unten, sodass wir die Spawner ausgewählt haben. Klicken dann auf Filter. Gehen hier dann auf Change Spawner Properties. Hier ist es. Und hier können wir die Delay auf 1, hier bei Minimum 1, Maximum 2 und die Current Spawn Delay auf 1 sollte eigentlich ganz gut sein. Damit die auch hier sofort spawnen, wenn wir in die Nähe kommen. Und damit damit wir auch hoch genug fliegen. Alles halt, weil je mehr hier gespawnt wird, desto höher fliegen wir natürlich. Dann der Spawn Count muss auf 1 sein. Entity Cap können wir auf 6 lassen. Detection Range sollten wir so auf 2 stellen. Damit die Spawner erkennen, wie nah wir an den Spawnern dran sind. Und der Spawn Radius, den stellen wir auf 1. Damit er genau in diesem Wasser gespawnt wird. Dann klicken wir hier auch wieder auf Filter. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Wir drücken jetzt STRG S zum Speichern. So, und mit der Taste 7 auf dem Numpad müsstet ihr jetzt eigentlich wieder hier sehen, was ich in Minecraft mache. Hier gehen wir nämlich jetzt erstmal wieder in die Welt rein. Hier habe ich die Trampolinwelt.
Und das erste, was wir sehen, ist Wasser. Soweit hat ja anscheinend alles geklappt. Dann gehe ich mal hier drüber und lass mich mal fallen. So, und wow, wir fliegen schon direkt richtig hoch nach oben. Wenn wir wollen, dass wir weniger nach oben fliegen, müssen wir einfach die Delay ein bisschen runterstellen. Und da gibt es noch ein paar andere Einstellungen, die wir machen können. Ja, jetzt fliegen wir zum Beispiel über den Wolken. Ich sehe nicht mal mehr die Plattform. Wenn uns das jetzt wirklich viel zu hoch ist, dann können wir auch nochmal hier aus der Welt rausgehen. Nochmal hier in MC Edit rein. Mit Steuerung R können wir jetzt die Welt hier reloaden. Also, dass die Welt reloaded wird, genau. Hier kann ich mir jetzt nochmal die Spawner nicht wirklich auswählen, weil da ja das Wasser davor ist. Ich wähle mir hier einfach das Wasser aus und verschiebe die Auswahl mit dem gelben Nudge-Button und der Y-Taste einen nach unten, sodass die Spawner ausgewählt sind. Und mache hier die Entity Cap mal ein bisschen runter auf 1, nur um das mal zu zeigen. So, speichere ich ab und gehe wieder zurück in Minecraft, wähle hier wieder die Welt aus und springe hier jetzt nochmal auf die Plattform. So, bumm. Da fliegen wir jetzt nicht mehr so hoch. Natürlich können wir jetzt noch den Spawn-Radius ein bisschen runterstellen, falls wir immer noch zu hoch fliegen oder sonst irgendwas. Wenn wir den Spawn-Radius umstellen, werden auch nicht so viele gespawnt. Also da gibt es ganz viele Einstellungen, die man für dieses Trampolin noch machen kann. Ich hatte jetzt bei mir noch hier so eine Mauer drum gebaut, aber da müsst ihr hier aufpassen mit dem Static-Wasser. Wenn ihr da einen Block dran baut, bekommt das Wasser ein Block-Update und es verläuft. Wenn wir den Block jetzt nochmal wegmachen. So, jetzt. Und dann verläuft das Wasser hier einmal komplett rum und das sieht manchmal nicht so schön aus. Jedenfalls könnt ihr so ein Trampolin machen. Mit der Entity Cap könnt ihr im Grunde die Höhe feststellen. Wenn ihr da auf 100 stellt, fliegt ihr bis zum Mond, den es in Minecraft nicht gibt. Und ja, wenn ihr wollt, dass ihr nicht so zur Seite fliegt, müsst ihr einfach ganz still auf dem Trampolin stehen bleiben, wenn das aktiviert wird. Und sonst müsst ihr halt in der Luft lenken. Das Gute ist, da das Wasser verhindert, dass man Fallschaden bekommt, funktioniert das Trampolin sogar im Survival-Modus. Ich springe mal hier drüber. So, Survival-Modus und wuhu! Das kann ziemlich viel Spaß machen. Ist vielleicht auch ganz praktisch für einen Minecraft-Server, wenn die Computer von den Leuten, die da drauf gehen, nicht zu langsam sind. So, jetzt bin ich daneben gelandet. Zur Not kann man halt das Trampolin ein bisschen größer machen. Aber insgesamt ist das doch eigentlich schon ziemlich cool. Und das war's dann jetzt auch von mir. Und ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es vielleicht ein weiteres Tutorial zu solchen coolen Minecraft-Kreationen gibt.